Boah. Wir haben alle Siegel geholt. Wir müssen diese noch einreichen und können uns sofort die Rüstung von Altair holen. Oh Gott, das Cutten wird später schwierig. Oh, das Cutten wird richtig. Das wird richtig crap, wenn ich das Ganze cutten muss irgendwie. Ich habe nämlich noch so viel zu cutten. Ich habe so viel zu vorproduziert. Haben wir jetzt hier noch irgendwo eine Codex-Seite? Oder finden wir hier sogar noch vielleicht eine? Mal den Aussichtspunkt wollte ich ja noch machen. Aber gehen wir uns nochmal nach Monta di Johnny und holen uns Altairs Rüstung. Aderlass. So, letzter Aussichtspunkt hier hoffentlich. Boah, nice, ey. Mega nice. Haben wir noch eine Codex-Seite irgendwie? Das wäre jetzt echt creepy, wenn ja, ne? Wir machen aber erst noch weitere Aussichtspunkte. Vielleicht finden wir dabei wirklich noch, noch eine Codex-Seite. Das ist übrigens dieser Maskenball, der im Trailer angekündigt wurde. Ach. So, so und so. Macht aber keinen Sinn. Ich will noch weitere Codex-Seiten finden und auch noch weitere Splitter der Wahrheit. Also dieser Sequenz meine ich. Nicht Splitter der Wahrheit, das macht keinen Sinn. Ihr wisst, was ich meine. Boah, ist das ruhig hier oben. Sehr ruhig sogar hier oben. Keine weitere Codex-Seite. Hier haben wir noch einen Aussichtspunkt. Maria de Camini. Was zum Himmel? Jetzt frage ich mich gerade, ist Santa Maria nicht Heilige Maria? Oder stelle ich mich einfach nur gerade hart dumm an? Weiß ich nicht. Noch zwei Aussichtspunkte. Die mache ich mit Vergnügen. Auch wenn die vielleicht ein bisschen weit entfernt sind. Ich verstehe manchmal die Reaktion von den Leuten nicht. Ach ja, wir sind da gerade inkognito geworden. Ich dachte, hä, warum sind wir jetzt inkognito? Aber ich habe da gar nicht drauf geachtet.
La Rosa della Virtu. Vielleicht finden wir auf dem Weg wirklich noch die letzten beiden Wahrheitsschnipsel, das wäre natürlich cool. Könnte noch so ein Wahrheitsschnipsel sein, glaube ich. Aber wird mir jetzt natürlich nicht angezeigt, na komisch. So, hier können wir hochklettern. Ja. So. Das hier der Aussichtspunkt? Ernsthaft, das Kreuz ist der Aussichtspunkt, also ein bisschen komisch, machen wir so. Haben wir noch einen Aussichtspunkt? Ja, noch den. Ja, ich wollte jetzt nicht in den Tod springen. Und danach machen wir uns auf jeden Fall auf zu Monterey Johnny. Zu dem Monterey Johnny, ja? Nein, Monterey Johnny. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. So, hier fix rüber. Und wie war eure Woche so? Als es überhaupt am Wochenende rauskommt, die Folge, ich weiß es halt echt nicht. Hier ist noch eine Truhe. Guckt der mich immer noch an? Kletter da jetzt hoch, jetzt Io. Ich finde es sogar cool, dass Alter Io und Ezio den so von der Bedeutung her den gleichen Namen haben. Ich glaube, beide heißt irgendwas mit Adler. Oder frei wie der Vogel, sowas in der Richtung. Ich weiß nicht mehr genau, bei irgendwas in Richtung Adler war das. Ist hier jetzt auch noch irgendwo Codex-Seite? Nee, wäre auch cool gewesen, weißt du so. So. Da ist die Hauptmission. Das ist, glaube ich, bei Leonardo. Ich begebe mich mal hier zur Schnellreisestation. Wir nehmen einfach irgendeine Schnellreisestation, weil dann müssen wir nicht dahin laufen. So. Ich würde am liebsten vorher noch bei Leonardo die Codex-Seiten übersetzen lassen, aber das können wir noch nachholen. Warum zählen wir jetzt schon wieder so? Oh. Warum haben wir ein bisschen Ansehen? Also Aufsehen erregt. Wie? Wie zur Hölle? Wir erinnern die Bürger daran, dass die Reparaturen an vielen Brücken, alle, die Hilfe brauchen, sind hier willkommen. So. Oh mein Gott, das war knapp. Auf nach Monterey Johnny. Monterey Johnny. Letzte Siegel anbringen und das Geld noch holen, natürlich, ist ja logisch. Alter, was? 54.000? Ich glaube, ab irgendeinem Spielzeitpunkt hat man einfach genug Money für immer. So. Braucht man sich nie wieder Sorgen machen. So.
Holy moly. Altair, ich danke euch für dieses große Geschenk. Möge es mich vor meinen Feinden beschützen. Ich habe die beste Rüstung überhaupt. Ah. Cool. Eben die beste Rüstung des Spiels, Leute. Respekt, oder? So, sollen wir noch ein bisschen Geld ausgeben? Wir haben Altairs Rüstung, Leute. Ich bin sprachlos gerade, echt. Also. Eben kurz ein bisschen aufrüsten. Das müssen wir uns kaufen. Ich zähle einfach nochmal. Wir haben jetzt die beste Waffe des Spiels und wir haben die beste Rüstung des Spiels. Also es kann uns nichts mehr passieren, glaube ich. Wir haben alle diese Ich glaube, wir müssen aber von Stadt zu Stadt und alle Gemälde holen, oder? Okay, das kann uns nicht holen, schade. Ein weiser Kauf. Guten Tag, Signore. Kommt, meine Freunde. Dann mal auf zu Venedig. Zu unserem lieben Leonardo. Besten wir passenderweise ja hier hin, naja. Zur Rialto-Brücke. Ezio, wir haben echt Altairs Rüstung. Ich kann es immer noch nicht fassen. Man kann sich das weiße Altair-Gewand auch noch kaufen durch, durch Dingens. Durch. Lass mich durch. Durch, wie hieß es? Ich hab's vergessen. Durch. Ubisoft selber, aber das macht, glaube ich, nicht so viel Sinn. Ezio, mein Gott, du lebst! Ist es wahr, man sagt, du hättest den Dogen getötet? Ich versuchte ihn zu retten, Leonardo. Aber die Wahrheit zählt hier nicht. Ich versagte. Und nun bin ich der meistgesuchte Mann Venedigs. Nun, vielleicht hast du Glück. Es ist Karneval in Venedig. Die Zeit, in der jeder Mann sein Gesicht versteckt. Darum bin ich hier. Hast du eine Maske, die ich tragen könnte? Natürlich, natürlich. Irgendwo hier drin. Grazie, amico mio. Und ich habe etwas für dich. Oh, mehr von dem Kodex. Aha, die sieht sehr komplex aus. Eine neue Zeichnung, mein Freund. Ein Mechanismus für das Gelenk, aber keine Klinge. Es scheint womöglich eine kleine Feuerwaffe zu sein. Aber so klein wie ein Kolibri. Ist das möglich? Ich weiß es nicht. Bauen wir sie und finden es heraus. Wissen es macht, den Umgang mit der an der versteckten Klinge angebrachten Pistole üben. Die Benutzung der Pistole erlernen. Wir haben eine Pistole jetzt. Oh J. Irgendwie blöd.
Ah, so. Ah, so. Kann ich nicht mehr so lenken? Mega nice. Oh. Dann nehmen wir mal ganz zu Leonardo. Nein, das war natürlich Spaß. Ich glaube, ich sollte mich auch besser in Form halten. Du hast mir sehr geholfen, Bruder. Aber gern. Doch sicher bist du nicht zurückgekommen, um mit neuen Spielzeugen zu gehen. Geht es um diesen schrecklichen Dogen, der eingesetzt wurde? Marco Barbarigo? Dann wirst du mit deinem Freund Antonio sprechen müssen. Ich habe ihn in letzter Zeit häufiger bei gemeinsamen Freunden gesehen. Dort würde ich ihn suchen, im Bezirk Dorso Duro, im Süden. Frag nach Schwester Theodora. Schwester? Naja, irgendwie schon. Ja, Schwester. Und Ezio, du darfst hier heute auf keinen Fall Waffen tragen. Grazie, Leonardo. Jetzt wegen der Maske. Marco Barbarigo und Dante. Marco Barbarigo, obwohl das Größte für seinen Bruder Agostino vorbehalten war, hinterließ auch Marco seine Spur in der Geschichte Venedigs. Schon Tyrann, als er gerade laufen lernte, bekam Marco alles, was er wollte. Es gibt Akten über Juwelen, ganze Schiffsflotten, alles von seiner Familie bezahlt und alles direkt von ihm bestellt. Und dann ist da sein Privatleben. Anscheinend war Marcos Frau Carlotta einst mit seinem Leibwächter Dante Moro verheiratet. Dante war Hauptmann der Stadtwache und Erbe einer der renommiertesten Familien Venedigs. Marco war angeblich ein enger Freund, aber jetzt kommt's. Marco entscheidet, dass er Carlotta will. Aber im Katholizismus dauert eine Ehe, bis dass der Tod uns scheidet. Und Marco ist ein guter Katholik. Also befiehlt er ein Attentat auf Dante. Dante wird dreimal am Körper und einmal am Kopf getroffen. Aber er stirbt nicht. Er erholt sich, hat aber bleibende Gehirnschäden. Dante ist geistig behindert. Was macht also Marco? Er stellt Dante als persönlichen Leibwächter ein und bringt ihn dazu, eine Erklärung zu unterschreiben, damit die Ehe annulliert wird. Marco nimmt sich Carlotta und hält sich Dante als Leibsklaven. Ein netter Kerl. So. So, dann mal zu Paola. Oder? Obwohl, ich würde sagen, wir verschieben das, nachdem ich ein paar Gemälde gekauft habe, auf nächstes Mal. Und dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, je nachdem, wie ihr das Video schaut. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben, das ansonsten einen Daumen nach unten, auch natürlich okay, mit der Begründung natürlich, wenn ihr mich verpassen wollt, ein Abo da lassen und die Glocke läuten. Wie gesagt, schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, je nachdem, wer das Video geschaut hat. Ciao.